Hey, was geht ab? Coach Chris hier und wir sprechen heute über den Vergleich von zwei Selbstverteidigungstools. Wir vergleichen heute das Impact Karambit mit dem Tactical Pen von der Firma Cold Steel. Beide Tools sind zur Selbstverteidigung gedacht und wir wollen mal sehen, was hat mehr Durchschlagskraft, das Impact Karambit oder der Pocket Shark. Als erstes sprechen wir über das Impact Karambit. Wurde von dem Kampfsportmeister Kelly Worden hergestellt. Ist ein, von seiner Machart her wie ein Karambit geformt. Na, man sieht das hier ganz gut. Karambits sind zur Erinnerung diese Messer aus dem südostasiatischen Raum. Ne, hier eins zur Ansicht. Und die sind ähnlich geformt. Ja. Man sieht hier das Griffloch. Ja, bei beiden, man sieht hier die Klinge. Einziger Unterschied ist hier, hier ist keine Klinge und der Winkel ist, wie es allerdings auch bei guten Karambits auch sein sollte, hier 90 Grad. Ja. Das hat verschiedene Vorteile, aber kommen wir erstmal noch auf ein anderes Ding zu sprechen, und zwar ist das dieser Ring. Ja. Durch diesen Ring halten wir das ganz gut in der Hand. Und wenn man zum Beispiel in der Selbstverteidigung Schläge austeilen, ne, hilft uns das natürlich, das in der Hand zu behalten. Des Weiteren schützt der Ring natürlich auch die Hand, wenn Schläge reinkommen. Und ich werde nicht so leicht entwaffnet, wie wenn man jemanden auf die Finger haut mit dem anderen Tool. Ja. Beide Tools sind im Prinzip Alltagsgegenstände und somit legal mitzuführen. Zumindest in Deutschland, soweit ich weiß, zum gegenwärtigen Standpunkt. Aber für solche Fragen da nochmal genau nachschauen bei den jeweils relevanten Internetseiten vom Bundeskriminalamt und vom Gesetzgeber. Ja. Aber soweit ich weiß, ist das okay, das mitzunehmen, weil das hier ist eigentlich ein Schraubenschlüssel. Ja. Ihr seht es hier an diesen Sechskant-Ausbuchtungen. Es ist wirklich funktional. Man kann damit nicht nur sich wehren im Zweifelsfall, sondern man kann auch sein Fahrrad damit anschrauben oder diverse andere Arbeiten verrichten. Das ist aus einem hochfesten Kunststoff, also ist bruchsicher. Wir haben verschiedene Tests damit gemacht, also ich glaube, das kriegt man so leicht nicht kaputt. Kommen wir zu unserem zweiten Gerät, zur groben Vorstellung. Und zwar, das ist hier unser Pocket Shark. Ja. Das ist ein Stift im Endeffekt. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ein Stift. Nichts Spektakuläres. Ist hier geschraubt. Ja. Was nicht schlecht ist, weil so verliert der Stift seine Kappe nicht. Und ist halt so ein ganz normaler Filzschreiber, sage ich mal. Der Stift ist auch aus Kunststoff gefertigt. Wahrscheinlich ein ähnliches Material wie das Impact Karambit. Und es liegt natürlich ganz gut in der Hand. Hier hat man noch einen Clip, ne, wie bei normalen Stiften, dass man sich irgendwo hinmachen kann oder wie manche Messer auch in die Tasche klippen. Ja. Jetzt haben wir die zwei Sachen mal gesehen, ne, unser Schraubenschlüssel im Impact Karambit und unser Tactical Pen, also unser taktischer Stift. Ja. So im Großen und Ganzen sind die beiden Dinge ähnlich, allerdings hat natürlich das hier mehr Features, zum Beispiel diesen Fingerring und eben auch die Funktionalität, damit man damit was schrauben kann. Ja. Klar, ein Stift ist auch immer gut dabei zu haben, man kann damit schlagen, man kann damit aber auch schreiben. Ja. Also ist ganz praktisch. Vom Preis her nehmen sie sich auch nicht viel, das kostet so zwischen 12 und 15 Euro, ne? Unser Travel Ranch Impact Karambit. Und der Cold Steel Stift ist sogar wesentlich günstiger. Der kostet nur so um die 8-9 Euro rum, je nachdem, wo ihr den bekommen könnt. Aber im Großen und Ganzen beides coole Tools für die Selbstverteidigung und auch nützlich für den Alltag. Aber hier geht es natürlich um die Selbstverteidigung. Und soweit haben wir das von der Trageweise her. Gut, vielleicht wundert sich der ein oder andere, wenn ich jetzt in eine Diskothek gehe, warum ich meinen Fahrradschlüssel mit dabei habe. Aber gut, kann ich immer noch sagen, ja, den Fahrradschlüssel, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, ist zwar nicht so cool, aber wie auch immer, was wollen Sie sagen? Aber natürlich bei dem Stift, der Stift ist natürlich sehr unauffällig. Ja.
Im Zweifelsfall hätte ich wahrscheinlich lieber das Impact Karambit, weil es sitzt einfach fester in der Hand. Wenn ich jetzt hier mit arbeite, zum Beispiel in der Selbstverteidigung, ne, dann habe ich das fest in der Hand, es kann nicht rausfallen, auch wenn die Hände schwitzig sind, der Ring hält es, wie bei einem richtigen Karambitmesser. Ich habe hier, wenn ich zum Beispiel Wing Chun oder irgendwelche Kampfkünste mache, ne, die mit der aufrechten Faust schlagen, ist das ganz nett, weil hier eben die Spitze als erstes kommt hier, ne, wenn ich jetzt hier damit schlage. Wenn ich mehr boxerisch denke, ist es auch okay, wenn ich mehr über die zwei vorderen Knöchel schlage, wie im Boxer, ne, über diese zwei, dann ist das auch gut, weil dann kommt dieser Ring, gerade bei Overhand-Schlägen oder so, ne, würde ich eher über den Ring treffen wollen. Gut, bei dem Stift, bei unserem Cold Steel Pocket Shark, ne, bei unserem kleinen Hai hier, es ist eben so, ich kann das benutzen, gerade für mich ganz gut, wenn ich philippinische Kampfkünste trainiere, ne, komme ich mit beiden Waffen ganz gut zurecht, aber auch hier, das ist hier wie ein Dulo-Dulo. Dulo-Dulo heißt Spitze-Spitze auf Philippinisch, aber man nennt es auch Kubotan oder sonstigen Schlagverstärker. Ja. Ich kann hier das auf beiden Seiten benutzen. Hier oben die Kappe ist ein bisschen abgeflacht, egal wie rum ich es halte, ne, egal ob ich es jetzt auf der Seite halte oder auf der Seite, ne, ist keine Spitze. Also ein bisschen abgeflacht, also kann man ganz gut den Daumen drauf nehmen, wenn man jetzt irgendwie was trifft. Und hier zum Beispiel mit so Hammerfäusten arbeitet, ne, gerade Eskrima, Kali und so, ne? Hier meine Kali-Freunde, da ist das natürlich nicht schlecht. Ja? Aber in den philippinischen Kampfkünsten arbeiten wir ja auch mit dem Karambit, also mit dem Messer normalerweise, also sollten wir hier auch keine Probleme haben. Ja? Das wäre es mal von dem Aspekt her. Jetzt wollen wir uns nochmal gleich was anderes anschauen, und zwar, was das für Zerstörung macht, sage ich mal, wenn man irgendwas trifft und wie es dabei in der Hand liegt. Ja? Ob man es eher verliert, wenn man was trifft, oder ob es gut penetriert und ob man es gut in der Hand halten kann. Ja? Wir beginnen mit dem Test gegen einen handelsüblichen Pappkarton. Wir haben hier unseren Pappkarton und ich werde jetzt mal hier ein paar Löcher reinmachen mit dem. Ihr seht hier, es lässt sich gut halten eigentlich, ne? Es rutscht auch nicht aus der Hand. Und es gibt hier, ne, schöne Löcher in der Größe ungefähr von dem Stift. Ja? Es ist natürlich ein weiches Material, aber wenn man menschlichen Körper weiches Gewebe betrifft, dann sollte das trotzdem auch ähnlich sein vom Widerstand. Ja? Jetzt werden wir mal hier in dem oberen Bereich hier versuchen, mit der Spitze von dem Impact Karambit zu treffen. Das sehen wir jetzt hier, den Unterschied, ja, von dem Impact Karambit zu den schönen großen runden Löchern vom Pocket Stick. Ich habe hier das Gefühl, wie ich jetzt hier das bearbeitet habe, das Material, dass der Pocket Stick für diese geraden Treffer über die Spitze besser in der Hand liegt als das Impact Karambit. Impact Karambit ist aber auch dafür gedacht, eigentlich mit dieser Seite hier zu treffen, in diesem Bereich. Ja. Man kann zwar auch damit stoßen, aber ich habe jetzt hier gerade eben gemerkt, dass man gar nicht so gut den Druck reinkriegt wie bei diesem Kubotan. Ja. Okay, aber letztlich, deswegen testen wir das ja auch, ihr sollt sehen, was hier passiert und dementsprechend eure Entscheidung treffen, was für euch das beste Tool ist. Ja. Was wir jetzt machen, ist, wir wollen mal härteres Material uns nehmen. Ja. Ich habe ja nur so ein altes Notebook, Hartplastik. Schauen wir mal, was da passiert. Wenn man das Notebook noch unversehrt, ist ein altes, keine Angst. Es geht bloß darum, mal ein bisschen zu sehen, was hier passiert. Die Oberfläche ist natürlich hart, das ist Plastik und hier unversehrt noch. Und jetzt, ich beginne mit dem Pocket Stick. Ja, man sieht schon, der Stift rutscht leicht nach hinten. Ja, okay, also ist jetzt gar nicht mehr so leicht festzuhalten, wenn ich das auf ein hartes Material schlage. Ne? Der Stift rutscht praktisch in meiner Hand leicht nach hinten. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt noch schwitzige Hände habe, dass ich wirklich den Stift leicht verliere und dann wäre er für mich nutzlos, ne? Selbstverteidigungstool. Und sagen wir mal so, die Härte von dem alten Laptop hier
hat auch, würde ich mal sagen, durchaus die Härte vom Schädel. Ja? Also ich komme jetzt hier nicht ins Material rein. Man sieht hier ein bisschen Kratzer an der Oberfläche. Ne? Aber ja, viel mehr ist jetzt auch nicht passiert. Jetzt machen wir mal hier das gleiche mit dem Impact Karambit. Aber jetzt werde ich mal nicht in dieser Richtung arbeiten, sondern ich werde jetzt mal hier versuchen, ihn über die Ecke, ne? Über diese abgerundete Ecke zu schlagen. Weil da bringt das am meisten Kraft, das Gerät. Jetzt mal verschiedene Schlagtechniken und Auftreffflächen versucht mit dem Gerät. Aber ich muss trotzdem auch sagen, es ist nicht ganz so, es ist nicht ganz so leicht, wie man denkt. Also wenn man jetzt damit auf hartes Material haut, dann rutscht es ein bisschen hier und der Ring rutscht gegen den Finger, gegen den Zeigefinger, der hier drin ist. Also verlieren kann ich es nicht komplett, was schon mal ein Vorteil ist im Gegensatz zu dem Pocket Stick. Aber ich finde schon, dass es trotzdem nicht angenehm ist. Ja? Also wenn ich jetzt wirklich jemand fest auf dem Schädel hauen müsste oder auf dem Arm, weil er ein Messer hat, oder wie gesagt, das muss natürlich angemessen sein, ne? Ich benutze es auf keinen Fall sowas einfach so zu Gaudi, sondern immer nur, wenn wirklich Not am Mann ist, nach dem Selbstverteidigungsgesetz. Festgestellt, es ist unangenehm, es tut weh, wenn man wirklich drauf schlägt, egal ob man jetzt hier sticht. Ich habe jetzt doch mal den einen oder anderen Stich gemacht, wo es das auch wieder hier gegen die Innenseite von meinem Zeigefinger gedrückt hat, aber auch bei den solchen Schlägen war es nicht angenehm, ja? Sage ich mal, wenn ich richtig durchziehe. Wer hat gewonnen? Also für mich persönlich hat schon, sagen wir mal, vom Handling her das Impact Karambit besser in der Hand gelegen und ich habe es bei dem Schlagen auf härtere Oberflächen weniger verloren, wobei es auch unangenehm war, ja? wenn man wirklich hart trifft damit. Auf der anderen Seite, in einer Selbstverteidigungssituation, ihr habt Adrenalin und es ist auf jeden Fall besser, als mit der nackten Hand irgendwo drauf zu hauen mit der Hammerfaust. Aber wenn ihr hier schlecht trefft, das muss man auch dazu sagen, wenn ihr hier trefft in dem Bereich, ne, der ist hier der Knochen vom kleinen Finger, der ist auch schnell mal gebrochen, ne, und der Mittelfinger, der Ringfinger auch noch. Also das ist sehr unangenehm und äußerst ungünstig, weil danach ist die Hand kaputt und ihr könnt damit danach auch nichts mehr machen. Also im Verhältnis dazu, denke ich, würde ich mich dafür entscheiden. Jedoch von der Penetration, also was man am weicheren Objekt gesehen hat, ist es doch so, dass diese Kubodans oder Dulodulos, wofür wir jetzt diesen Stift benutzen haben, schon mehr Kraft auf die Spitze bringen. Ne? Also wenn ich wirklich ein, zwei harte Dinge austeilen muss, dann denke ich, würde ich mit dem mehr Kraft entwickeln. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, den schiebt es leichter durch die Hand und dann ist er weg oder fällt runter und dann ist er natürlich schlecht. Vom Praktischen her, denke ich, hat der Stift Vorteile. Von dem Praktischen in der Selbstverteidigung her hat das Impact Karambit oder dieser Travel Wrench Vorteile. Ich würde sagen, einigen wir uns auf unentschieden, wenn auch für mich der Travel Wrench von der Handhabung her eher der Sieger ist. Ja? Aber jetzt könnt ihr entscheiden, wenn ihr euch für eins von diesen zwei netten Selbstverteidigungstools interessiert, schaut ihr einfach unten hier in der Produktbeschreibung, da sind Links, ist nicht teuer und es ist, denke ich, immer gut, was dabei zu haben, wenn doch mal was passiert, gerade auch als Mann oder als Frau, spielt keine Rolle, ne? Man weiß nicht, wir leben in komischen Zeiten, vielleicht ist es gut, was dabei zu haben. In diesem Sinn, danke, dass ihr zugeschaut habt und schaut euch auch meine anderen Tutorials an, zum einen Karambit Messer, was wir vorgestellt haben vor kurzem, aber es kommen auch noch viele andere Sachen auf unserem Kanal. Also bleibt dran, viel Spaß beim nächsten Mal, ciao.